Einen schönen guten Abend und hallo liebe Zuschauer zum heutigen JFD Live Trading TV am Abend, am Montagabend hier bei der Beschau des S&P 500. Wir wollen uns mal ansehen, was die Märkte hier zum Wochenauftakt machen und sie setzen im Prinzip das fort, was sie hier zum Ende der letzten Wochen auch schon forciert haben. Schauen wir beim S&P 500, Sie kennen das Bild wieder mal hier auf die verschiedenen Timeframes, beginnen wir hier beim Tageschart. Öffnen wir mal kurz die Sequenzen der letzten Zeit. Wir sehen, der Markt hatte hier vom März an eine recht zähe Seitwärtsphase, die grundsätzlich den Anschein hatte, hier eine Konsolidierung nach oben aufzulösen. Es gab hier dann im April schon mal den Ausbruchsversuch auf neue Höchststände. Das scheiterte relativ schnell. Und genau das Gleiche passierte hier auch Mitte Mai. Wir sahen hier einen sehr dynamischen Ausbruch mit der Tendenz dann hier endlich mal Richtung 2150 und höher zu steigen. Doch hier letztlich dann wenige Tage später dann noch unterhalb von 2150, noch unterhalb von 2140 Punkten drehte der Index wieder ein. Und wir sehen jetzt hier eine zunehmende Schwäche seit letzter Woche, insbesondere auch heute, hier mit knapp 0,6% schon wieder im Süden im negativen Bereich unterwegs und wir haben hier diese Unterstützungszone bei 2085 Punkten heute jetzt unterschritten. Man achte hier auf den Freitag, da hatten wir hier ein Tief bei 2085,10 inklusive Abreiche vom EMA 100. Sie sehen auch hier, das geschah während dieses Jahres schon häufiger mal, dass wir, wenn wir den EMA 100 gerissen haben, uns eigentlich relativ schnell wieder darüber herausarbeiten konnten. Und das ist auch sehr schön zu sehen. Hier ja, im Prinzip, wir lassen es mal beim Dezember, sondern gehen mal hier insbesondere in den Januar, close unter dem EMA 100, das ist hier diese blaue Linie, nächster Tag bullish und darüber hinaus. Hier wieder ein close unter dem EMA 100, nächster Tag bullish und darüber hinaus. Dann setzt sich das Spiel hier Ende Januar, Februar noch in einer gewissen Extremität fort, um dann hier einen deutlichen Impuls nach oben zu erfahren. Und wie gesagt, der EMA 100 hier relativ zuverlässig immer wieder als Unterstützung unterwegs. Aber, großes Aber, am Freitag, wie gesagt, gab es den Touch, heute den Ausbruch. Und hier kann eigentlich jetzt nur noch eine Option helfen, nämlich eine ähnlich dynamische Rückkehr wie hier in den vergangenen Zeiten. Also hier kein dauerhafter Close, schon gar nicht per Wochenschluss, idealerweise eben hier am morgigen Handelstag hier die rasche Erholung über das Niveau von 2085 und der S&P 500 wäre gerettet. Nach der aktuellen Struktur, nach den mehrfach gescheiterten neuen Hochs, scheint mir es aber eher so, dass sich Rückläufe jetzt in dem Bereich 2085, wenn sie denn erfolgen, hier eher als Short-Chance darstellen, um dann letztlich hier weitere Tiefs auszuloten, die zunächst hier bis in den Bereich 2067 führen sollten. Das ist hier dieser horizontale Unterstützungsbereich auf Tagesbasis. Dieses Niveau scheint mir sehr, sehr interessant für den S&P 500 als nächstes Kursziel. Setzt sich die Schwäche weiter fort, dann dürfte es sogar hier noch tiefer in Richtung 2042 Punkte gehen, wenn der S&P 500 hier dann eben bei 2067 Punkten keinen Halt findet. Aber mit der heutigen Schwäche unterhalb des EMAs 100, der ist hier bei 2086, hier haben wir diesen einstigen Unterstützungsbereich, den färbe ich jetzt auch mal rot, das ist jetzt ein Widerstandsbereich und wenn wir eben heute, schrägstrich morgen, leichte Erholung in dieser Richtung sehen, dann wäre das meines dafür halten es eher eine Möglichkeit, hier dann auf den Shortzug aufzuspringen. Natürlich dann aber auch wieder bei sich abschwächenden Signalen oder aber der Index knallt eben direkt durch. S&P 500 hierbei sozusagen in einem schwierigen Fahrwasser. Schauen wir uns dazu kurz mal die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage an. Hier bis zum Ende des Junis hinein, hier nochmal ein schöner Dämpfer. Gerade ab Mitte Juni soll es hier rein von der Saisonalität eher fallende Notierungen geben, wenngleich hier kurzfristig der Markt eher nach oben zieht. Rein saisonal betrachtet, wie gesagt, kein Garant dafür, dass wir jetzt hier den Preis so auflegen und der genau dies vollzieht, was uns die Saisonalität sagt, aber eine Tendenz zumindest, wohin es denn gehen könnte. Und das heißt, der Juni hat hier durchaus noch neue Tiefs in petto. Darauf kann man sich zunächst mal einlassen. Wenn das Level von 2085 nicht hält, um hier bereits den Shortzug aufzunehmen, dann könnte man hier sogar liebäugeln, dass der Markt dann sogar noch ein Stück höher nach oben zieht, um dann praktisch einen höheren Rücksetzer zu vollziehen, im Sinne dessen, dass es dann eben später
nochmals nach unten geht. Mir scheint der S&P nicht fertig nach unten. Wir wollen die fundamentale Sache in Sachen Zinsanhebungsfantasie für September jetzt mal gar nicht so eruieren. Vielmehr deutet sich hier meines Erachtens durchaus nochmal ein schönes Luftholen beim S&P 500 an. Hier dieser Ausbruch, wie gesagt, von Mitte Mai. Schon wieder Geschichte und das unterstreicht eigentlich die derzeit eher kritische Marktverfassung beim S&P. Und ja, der DAX ja noch längst nicht in dem Zuge, der ist ja noch viel, viel schwächer unterwegs und auch hier beim DAX heute Morgen ja die Tendenz, dass wir vor weiteren möglichen Verlusten stehen dürften und das deutet sich meines Erachtens eben auch beim S&P 500 an. Also wenn der Erholung kommt über 2085, kann es mir nicht recht vorstellen, dass sie so stark ausfällt, aber wenn sie denn kommt, dann darf man eben im Prinzip auch hier dann darauf achten, was der Markt dann macht. Ich präferiere, wie gesagt, eher eine sanfte Erholungsbewegung, um dann eben hier alsbald neue Tiefs auszubilden. Schauen wir uns das mal ganz kurz auch hier im Stundenchart an. Heute der Markt, wie gesagt, schon relativ durchgehend gen Süden orientiert. Hier die Unterstützung aufgegeben bei 2085. Wir sehen auch hier diesen Unterstützungsbereich um 2067, der sich hier als solcher darstellt, dass wir, wenn wir zurückscrollen, eben einige Markt-Price-Action-Zone haben, die den Markt hier, und das hat man auch auf dem Tageschart sehr schön gesehen, jetzt mal auf dem Stundenchart nochmal einen Tageschart, hier diese Kerzen, diese Spitzen, kann man sogar ein Stück weit rüberführen, bis Anfang Januar sogar, dass dieses Level hier durchaus eine Relevanz hat und das scheint mir hier aber das nächste Korrekturziel zu sein. Und hier im Stundenchart sieht man sogar noch ein Stück weit schöner, wie sich ein Rücklauf eben darstellen könnte. Temporäre Erholung vom heutigen Tagestief ausgehend, dürften dann hier eben durchaus wieder zur Erschöpfung führen. Diese Unterstützung, die sie eben einst war, mutierte jetzt eben hier zu einem Widerstand. Und auch hier setzen wir direkt mal die Pfeile rein. Sofern es denn zu so einer Erholung kommt, scheint mir die Gefahr weiterer Verluste längst nicht vom Tisch. Unter kurzfristigen Gesichtspunkten 2085 beachten. Ansonsten wäre es hier, wenn der Markt, dann machen wir direkt mal hier so ein horizontal Zone rein. Wenn der Markt hier das Level von 2093 erreichen würde, machen wir es mal relativ rund, ja, dann wird es hier oben spannend. Einzig dann hätte der Markt, wenn er hier deutlich über 2095 rauszieht, also das Level 2093 hinter sich lässt, dann hätte der Markt hier durchaus eine Erholungschance, aber die sehe ich, wie gesagt, eher nicht kommen. Mir scheinen hier weitere Verluste zu präferieren. Auch wenn wir jetzt hier von den Tagestiefs aktuell zurückkommen, der Tropfen auf dem heißen Stein sozusagen, hier dürfte es eher dann alsbald wieder gen Süden gehen. Wenn der Markt überrascht, dann 2085 beachten, spätestens 2093 hier auf Intraday-Basis, ist mit einem Widerstandslevel zu rechnen, das dann auch noch hier, und da kommen wir jetzt direkt zum nächsten, durch so eine Abwärtstrendlinie hier nochmal zusätzlichen Charme erfährt. Wenn man die Hochpunkte mal direkt verbindet, dann nur zwei an der Zahl. Das ist nicht ganz das, was ich suche. Ich suche immer mehr Auflagepunkte, höhere Relevanz. Und da sehen wir auch hier, dass der Markt theoretisch dann selbst bei einem dynamischen Reversal hier nicht deutlich über 2093 hinausgehen dürfte. Es müsste sich hier bei 2085 knapp plus erschöpfen und dann eben hier in Richtung 2067 gehen. Wie die Reise dann weitergeht, das werden wir weiter beachten. Ich, wie gesagt, vermute hier eine weitere Schwäche, die sich hier am Markt andeutet. Einzig eine sehr, sehr dynamische Erholung über 2085 könnte dann eben auch hier den Markt weiter beflügeln. Das dürfte dann eben auch zu Kursen über 2093 Punkte führen. Das wäre dann praktisch hier die Gesetzmäßigkeit des EMA 100, wenn es zu so einem Reversal kommt. Doch wiederholt sich die Geschichte? Großes Fragezeichen. Ich sehe es eher nicht so. Lassen wir den Markt einfach entscheiden, wenn wir hier weitere Tiefs sehen, dann wäre das Ganze hier zu begrüßen. Falls dies nicht dazu kommt, dann Obacht geben, ob wir hier tatsächlich morgen ein sehr, sehr dynamisches Reversal sehen. Wir werden es beobachten hier im JFTD Live Trading TV. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, wie gesagt, morgen früh das Devisenradar wieder und dann auch natürlich der DAX am Vormittag. Also bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.